Reis mit einem sehr guten Start natürlich schon an seinen Kontrahenten vorbei und auf und davon. Er kommt als erster auf die Zielgerade. Und wie kann er mit dem Wind umgehen? Der Wind, der ist wieder ein wenig stärker geworden auf der zweiten Hälfte des Rennens. Und Reis gewinnt in 20,85 bei 1,3 Meter Gegenwind. William Reis zeigt eine weitere gute Leistung, aber natürlich mit 20,85, da gibt es keine Windbereinigung. Es zählt die nackte Zahl für die Weltrangliste und da braucht er schon noch den einen oder anderen Punkt, um safe zu sein. Aber es zeigt einfach, William Reis ist auf einem Level, indem er in jeder Situation deutlich unter 21 Sekunden laufen kann. Und er hat das heute wieder eindrücklich gezeigt. Jetzt haben wir Willem Reis dort zu Gast, der schnellste 200-Meter-Läufer der Schweiz. Willem, wieder mal in Basel gewesen, ein sehr gutes Flash für dich. Wie war der Lauf bei diesen schwierigen Bedingungen? Ja, es war ein schwieriger Lauf. Also ich hatte wieder das Gefühl, dass ich gut rausgekommen bin. Aber dann die letzten 100 Meter mit denen bin ich noch nicht so zufrieden. Du hast jetzt hier 1,3 Gegenwind gehabt, du hast beim 150er schon über 2 Meter Gegenwind gehabt. In Ostrava ist es ein bisschen besser mit dem Verhältnis, da bist du ein bisschen schneller gelaufen. Wie hast du jetzt die Saison-Einstieg wahrgenommen? Ja, es war ein schwieriger Saison-Einstieg. Ich fühle mich noch nicht ganz bei 100%. Ich glaube, ich brauche noch 1-2 Wochen, bis ich dann ganz hinten bin und dann die gute Zeit abrufen kann. Gut, jetzt, wie sieht denn die weitere Planung aus von der Saison? Ja, jetzt haben wir sicher 2 Wochen, wo wir trainieren tun. Nachher wird geplant, dass wir in Zofingen und nachher in Genf starten. Und nachher ist eigentlich noch offen, was wir dann machen. Perfekt, aber Saisonhöhepunkt auch jetzt schon an der Schweizer Meisterschaft oder für die Tagesstrasse Richtung U23 EM, wo man nicht genau weiss, wann sie ist, oder Richtung Olympische Spiele sogar? Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Sicher Richtung SM und die Olympischen Spiele. Die U23 EM glaube ich schon, dass sie stattfinden wird, aber wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen. Sehr gut, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, gute Gesundheit und bis bald. Merci, ciao zusammen.